Jetzt sparen wir gerade an, Flyer und so weiter. Die Mannwache muss ja auch immer viel anschaffen. Wir haben das Pavillon gekauft, wir haben die Banner gekauft, wir haben jetzt hier die Strahler gekauft, damit wir nicht ganz im Dunkeln sitzen. Und das Ganze machen wir natürlich alles einfach durch Spenden. Das heißt, jeder schmeißt irgendwas in den Topf. Ich stelle einfach mal unsere Spendendose mal hier hin. Das heißt, wer gerne so ein bisschen was unterstützen möchte, kann im Laufe des Abends ja gerne noch was zu beisteuern. Ja, jetzt möchte ich gerne Alex, der wollte noch was sagen. Alex, nochmal ins Mikro holen. Bitte, Alex. Ja, danke schön. Hallo Braunschweig, schön hier zu sein. Ist nicht selbstverständlich, dass man hier ist. Das seht ihr ja selbst, wie wenig wir hier sind. Dabei tut es total gut. Also mich begeistert das, dass ihr hier seid. Es ist fast schon zu kalt, es ist fast schon zu dunkel. Es ist wichtig für uns, dass wir uns mit den richtigen Sachen füllen, dass wir die richtigen Sachen konsumieren, dass wir, auch wenn Konsumieren jetzt vielleicht hier bei uns eher negativ belegt ist, ist es doch etwas, nehmen wir doch ganz viel mit, nehmen wir ganz viel auf, auch hier, auch auf Facebook oder auf verschiedenen Internetseiten, wo ihr euch informiert. Und es ist wichtig, nicht die Augen zu verschließen vor der Wahrheit da draußen und der Wahrheit um uns herum. Aber es ist noch wichtiger, dass ihr stabil bleibt, sage ich mal. Dass ihr die Liebe in euch wohnen lasst. Und ich merke das, dass ich an meine Grenzen komme, dass ich depressiv werde, wenn ich nur von Krieg höre. So weit darf es nicht kommen. Wenn ihr euch damit befasst, müsst ihr das auch verarbeiten ordentlich. Vielleicht auch im Gespräch mit Leuten, denen ihr vertraut, denen ihr euer Herz öffnen könnt. Mir ist wichtig, dass ihr einfach dranbleibt. Wir sind hier eine coole Einheit. Ich habe schon mit vielen gesprochen, sehr liebe Menschen, und bewahrt euch dieses Feuer. Und das kann dadurch passieren, wird auch dadurch weiter angefacht, indem ihr guckt, wie ihr euren Alltag so gestaltet, dass ihr wenig Kraft verliert im System. Man kann überall einen Krieg oder eine Diskussion vom Zaun brechen, wenn man möchte, aber vielleicht auch einfach mal einen Schritt zurückgehen. Vielleicht auch einfach mal die Ruhe suchen. Genau. Mein Vorredner, ist er gerade weg? Nee, hier. Der Bericht von der Friedenskonferenz. Ja, genau. Du hast viel über die, du hast auch was gesagt über Computerspiele. Ich bin selbst ein Computerspieler und möchte Computerspiele entwickeln. Und ich habe ich war vor 2-3 Wochen auf einer Konferenz in Hamburg und die haben auch darüber gesprochen, dass Computerspiele missbraucht werden, um Gewalt zu transportieren, Krieg zu transportieren, dass Computerspielefirmen für die Kriegsindustrie arbeiten, also dass da Computer-Engines verwendet werden und so weiter. Das fand ich sehr spannend. Aber auch ermutigen, dass die das auf dem Schirm haben, zumindest da diese Medienpädagogen und so weiter, die da vor Ort waren. Und genau. Danke dir. Ja. Und damit ich auch noch das losgebrochen habe, ich bin selbst ein Computerspieler, aber ich sehe das sehr, sehr kritisch, weil in sehr vielen Spielen Gewalt die Lösung ist. Und das darf nicht sein. Also ich suche auch Wege, da Alternativen zu schaffen. Computerspiele zu erschaffen, wo man auch intelligente Lösungen wählen darf als Spieler. Die dann erfolgreicher sind und die dann auch mehr Spaß machen, wenn man vielleicht nicht nur schießen muss im Spiel. Wenn ihr selber auch Spieler seid, informiert euch auch mal drüber, guckt mal. Ja, warum muss im Battlefield 3 unbedingt, warum muss man da Amerika sein und den Iran bekämpfen? Also ganz viel Ideologie steckt in diesen Computerspielen, die wir einfach so hinnehmen. Also ich war auch bis vor einem Jahr unpolitisch, habe gesagt, die anderen machen die Politik schon, ich mache meinen Job, das passt. Aber es passt leider nicht, weil wir auf die Inhalte achten müssen, die uns vorgesetzt werden. Ja. Ich möchte euch noch ermutigen, bitte, bitte macht Beiträge. Bitte, bitte sagt was hier. Ihr habt was zu sagen, ihr habt
ihr lebt die ganze Woche genauso viel Zeit wie ich und ihr nehmt auch genauso viel auf, filtert was Gutes dabei heraus und teilt es uns hier mit. Was Frieden, was unseren Frieden voranbringt hier in unserer Mitte, in unserem Land. Ja, Dankeschön.